Leute, wir sind mal wieder vom BT Shisha und heute haben wir mal den letzten Hasso-Tabak zum Testen da, Perverse Peach. Rauchen tun wir mal heute mit der Alien-Pfeife. Setup eigentlich wie immer, ne, Janis? Wie immer, Broadkopf, Kaminaufsatz, drei Kohlen draufgeschmissen, relativ viel Hitze. Wir haben sie mal ein bisschen weiter in die Mitte geschoben, weil wir den Kopf gerade erst angeraucht haben. Ja. Und ja, wie gesagt, heute geht es um den Perverse Peach. In der Dose sind 200 Gramm Tabak, 14,90 €, genauso wie die anderen Hasso-Sorten. Ist ein berechtigter Preis? Ist der Preis berechtigt? Der Preis ist berechtigt auf jeden Fall. Ja, schon ein bisschen gezogen. Also geschmacklich, wenn du an der Dose riechst, finde ich, ist... ja, du riechst die Pfirsich auf jeden Fall raus. Mentholnote riecht man nicht raus, finde ich. Ja. Schmecken tut aber schon stark nach Menthol. Also der Nachgeschmack beim Ausatmen, da merkst du die Mentholnote richtig. Und ja, die Pfirsich schmeckt eigentlich auch ziemlich gut raus. Der schmeckt aber nicht so kühl mit der Mentholnote. Ja. Schmeckt halt dieses so ein bisschen minzig. Schön erfrischend, aber nicht kühl. Ja, und ich finde bei dem Hasso-Tabak hier, bei dem Perverse Peach, der schmeckt nicht so künstlich wie andere Pfirsichsorten, finde ich. Der schmeckt ein bisschen... Ja, natürlicher kann man auch nicht sagen bei dem Zeug, ne? Aber wie so ein Pfirsicheistee, würde ich sagen. Ja, wie so ein Pfirsicheistee. Er schmeckt wirklich ganz gut, ja. Abgesehen, dass ein Pfirsicheistee keine Mentholnote, glaube ich, hat. Ja? aber es schmeckt ganz gut, wirklich. Bin ich zufrieden mit. Ja, kommen wir mal direkt zur Note, oder? Der Kopf und Schnittbaum haben wir noch nicht gesagt. Genau. Blenden wir natürlich jetzt hier irgendwo ein. Es ist im Prinzip genauso das der gleiche Schnitt immer. Wie immer. Die Molasse ist ein bisschen, ja, wir haben leider nur einen Shot gekriegt. Molasse ist ein bisschen, ja, die haben es gut gemeint mit der Molasse, der klebt ein bisschen, also besser mit den Fingern bauen. Schön flockig rein und dann lässt sich das auch wunderbar rauchen. Qualm tut er auch anständig und ja, eine Note würden wir dem Ganzen geben. Ich hätte gesagt, so eine 8 von 10. Kann man sich auf jeden Fall öfters ruhig kaufen. Ja, ich wäre für eine 8 plus, also ein bisschen, ja, hebt sich schon ein bisschen ab von anderen Pfirsichsorten, ich finde. Ja. Da hat er ein bisschen was Besseres verdient. Also eine 8 plus ist er schon ganz gut dabei. Und ja. Einzige, was mich jetzt stört oder was mir noch gefallen würde, wäre jetzt so eine kühle Note noch, weil Peach ist halt so ein typischer Sommertabak. Ja, dann macht ihr doch nächstes Mal einfach eine Bazooka dran. Ja, könnte man jetzt noch machen, aber muss man sich ja auch erst alles kaufen rein. Und einfrieren. Und das dauert ja, ne? Egal, 8 von 10 kriegt er von uns. Und ja, jetzt sind wir endlich durch mit der Hasso-Reihe. Mal gucken, was jetzt demnächst noch auf den Markt kommt. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare rein. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn abonnieren. Nicht, wenn nicht, könnt ihr auch nicht liken. Abonnieren. Bald haben wir die 400. 500 vielleicht auch noch. Bald. 500 kommen auf jeden Fall noch. Ja, wir hoffen, das geht jetzt alles ein bisschen schneller. Also, ne, weiß nicht, wie lange machen wir das jetzt? Ein halbes Jahr? Ja, ungefähr. Etwas über ein halbes Jahr. Und können uns eigentlich nicht beschweren, ja. Und ja, hoffen wir mal. Ich denke mal, aber jetzt geht das alles ein bisschen rascher, weil wir haben ein bisschen zugelegt jetzt. Wir haben ein bisschen neue Ideen reingebracht, was jetzt alles noch kommt. Haben wir jetzt schon öfter gesagt, aber das ist eine schwere Sache, was wir da momentan am Laufen haben. Wird alles umgesetzt jetzt. Ja, und sobald wir das fertig haben, ich hoffe, es gefällt euch genauso wie uns. Und ja, das wäre es dann schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.